Ran an die Menschen, so das Credo der Thüringer SPD. Für Babette Winter heißt das jeden Tag woanders sein, wie hier in Hildburghausen. Mit Waffeln, Kaffee und Flyern wirbt die Spitzenkandidatin für Europa. Doch einige wollen erst mal Dampf ablassen. Die 54-jährige Politikerin hört zu, erklärt, sofern sie die Chance dazu bekommt. Wenn ich aus Deutschland rausgucke, was tun die Polen für Europa? Was tun die Ungarn für Europa? Was tun die Tschechen für Europa? Die stecken nur von Europa. Was tun die Spanier für Europa? Nein. Es gäbe zwei Gruppen, sagt Winter. Die einen verteufeln Europa, sagen, Deutschland zahle nur ein. Die anderen sehen, so wie sie, dass es ein starkes Bündnis der Länder brauche. Auch Thüringen viele Vorteile durch die EU habe. Also bisher haben wir in Thüringen vor allem profitiert, dass viele Fördergelder geflossen sind. Ganz schlicht, ganz simpel in Investitionen, die Infrastruktur und so weiter. Unsere Unternehmen, gerade die kleinen und Mittelständler, wenn die exportieren, dann in den europäischen Binnenmarkt. Also ohne den Euro und ohne Zollfreiheit hätten wir hier wesentlich größere Probleme, auch sicherlich weniger Arbeitsplätze. Europa ist für Babette Winter schon länger Thema. Bis 2018 war sie 4 Jahre Europastaatssekretärin. Anfang des Jahres wechselte sie ins Europäische Parlament als Nachrückerin für Jakob von Weizsäcker, der sein Mandat aufgab. Die kurze Zeit in Brüssel und Straßburg haben ihr gezeigt, für das soziale Europa muss mehr getan werden. Man hat die letzten Jahre und Jahrzehnte auf Wachstum und Binnenmarkt gesetzt, auch wichtige Punkte, aber hat ein Stück die Menschen aus den Augen verloren. Wir haben jetzt die letzten Jahre versucht, ein Stück gegenzusteuern, da muss noch viel mehr passieren, nämlich wirklich was Arbeitnehmerrechte angeht, was die sozialen Sicherungssysteme angeht. Gemeinsame Regeln für den Mindestlohn, auch dafür will sie sich einsetzen. Doch es dürfte eng werden für die SPD-Frau. Mit Listenplatz 27 hat sie geringe Chancen auf den Einzug ins EU-Parlament. Der Wahlkampf sei für sie kein Ego-Trip, so Winter. Sie werbe für ihre Partei, für Europa.